Ein Gebirge, das weit über die österreichischen Grenzen hinaus gar nicht mal so bekannt ist. Nicht bekannt für Spektakuläres, für Atemberaubendes, für Wunderschönes und für Erholsames. Aber all das ist es. Und das alles ganz ohne einen einzigen 3000er. Um die Einmaligkeit dieses Gebirges geht es heute in Berge im Porträt, das Gesäuse. Das Gesäuse. Heute sprechen wir mal über eine Gebirgsgruppe und nicht über einen einzelnen Berg. Und gerade beim Gesäuse hat das einen wichtigen Hintergrund. Das Gesäuse ist nämlich über die Landesgrenzen hinaus deutlich unbekannter, als es vielleicht sein sollte. Der Hauptgrund dafür liegt wohl in einem fehlenden Detail begraben. Einen weltberühmten Berg. Denn den gibt es im Gesäuse eigentlich nicht wirklich zu finden. Es ist das Gesäuse also als Ganzes, was es letztlich so einzigartig macht. Doch wo ist das Gesäuse überhaupt? Das Gesäuse liegt mit seinen rund 190 Quadratkilometern Fläche in der Steiermark, einem Bundesland in Österreich. Obwohl nicht unfassbar hoch, bildet es einen großen Teil der nördlichen Ennstaler Alpen und damit der nördlichen Kalkalpen. Kalkalpen, schön und gut, bestehen viele der hohen Gipfel im Gesäuse, aber eigentlich aus Dolomit, was zwar streng genommen Kalk ist, aber ganz streng genommen eigentlich kein Kalk ist. Jedoch findet man im Gesäuse fast alle Gesteinsarten auf einem kleinen Haufen. Richtigen Kalk, Schiefer, Dachsteinkalk und sogar vereinzelt Sandstein ist im Gesäuse zu finden, wenn man danach sucht. Das macht das Gesäuse natürlich außergewöhnlich und vor allem recht abwechslungsreich. Allein der Name Gesäuse hat mit den ganzen spannenden Berggipfeln streng genommen überhaupt nichts zu tun. Das Gesäuse ist nämlich eigentlich die 15 Kilometer lange Schlucht, die sich durch den Gebirgsstock schlängelt und teilweise 1800 Meter hohe Wände neben sich aufragen lässt. Sind die Tiefpunkte zwar der Namensgeber dieses Gebirges, sind es aber vor allem die Hochpunkte, die es für uns erst so richtig spannend machen. Der höchste Gipfel der Admonter-Reichenstein-Gruppe zum Beispiel ist der Admonter-Reichenstein selbst. 2251 Meter ist er hoch und ist einer der vielen Berge in den Ennstaler Alpen und damit auch im Gesäuse, die auch wirklich anspruchsvoll geblieben sind und nicht durch übermäßige Bekanntheit immer leichter und leichter gemacht wurden. Äußerst alpines und felsiges Gelände gilt es teilweise ausgesetzt bis zum zweiten Grad der Kletterschwierigkeiten zu durchsteigen. Das ist zumindest der leichteste Weg auf und vom Admonter Reichenstein. Seine alternativen Anstiege sind nochmal deutlich seltener besucht, wie zum Beispiel der Südgrat im 4. Grad, der brüchige Westgrat im 3. Grad oder der Nordostpfeiler im 6. Grad. Der Admonter Reichenstein ist eine Einladung an alle Felsspezialisten mit Liebe zu Friends, Keilen und Normalhaken. Aber nicht nur er natürlich. Das gesamte Gesäuse hat hier eine Gemeinsamkeit, da es von vorn bis hinten vor allem eine felsige, karge und schrofige Landschaft ist. Trotzdem haben es bereits früh in der österreichischen Geschichte Menschen geschafft, dem Gesäuse Gipfelerfolge abzuringen. Heinrich Hess beispielsweise, eine Legende im Ostalpenalpinismus, hat bereits 1877 das Hochtor erst bestiegen und dabei Geschick bewiesen, da er mit dem Schwierigkeitsgrad 1 eine fast schon leichte, geschenkte Tour im Gesäuse erschlossen hat. Und Heinrich Hess hat durch seine Erstbegehungen direkt im Gesäuse etwas erfunden, was so seiner Zeit noch gar nicht existent war. Die Bergführerliteratur. Bücher, die Informationen und Zeichnungen über seine Aufstiegsrouten festhalten und dadurch anderen helfen können, die Wege zu finden. Sie wurden dann im Tal oder auch auf den Berghütten ausgelegt, um allen die Informationen zugänglich zu machen. Was wir heute völlig normal finden, ist nur deshalb normal, weil Heinrich Hess diese Idee letztlich umgesetzt hat. Damit war er eigentlich der einflussreichste Bergsteiger seiner Zeit und fast schon ganz nebenbei auch noch ein ausgesprochen talentierter Alpinist. Denn leicht sind die Berge im Gesäuse allesamt nicht. Deshalb braucht es umso mehr Geschick, Können und Gefühl für die Berge rund um die Region, um sich irgendwie einen halbwegs einfachen Weg auf die Gipfel zu finden, auf dem kein Seil ausgepackt werden muss. Doch das Gesäuse war bereits lange vor den Bergsteigern eine wichtige Region. Bereits im 15. Jahrhundert hat man im Gesäuse Kupfer gefunden. Und schon im Mittelalter wurden die Bergwiesen im Gesäuse für die Almwirtschaft genutzt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann mit dem ersten Tourismusaufschwung im Gebirge auch die ersten Hütten gebaut, die heute teilweise recht unbekannt, aber teilweise auch sehr berühmt sind, wie beispielsweise die wichtigste aller Hütten im Gesäuse, die Hesshütte. Und durch die Kombination von strategisch gut platzierten Hütten, schlauen Bergpionieren und einer Portion Mut zur Erkundung entstanden auch diverse Wander- und auch Weitwanderwege, die auch den ganz normalen Bergwanderern die Gelegenheit bieten, das Gesäuse kennenzulernen. Doch eigentlich, und da werden mir Gesäusekenner zustimmen,
Eigentlich ist das Gesäuse immer schon das Paradies der Kletterer gewesen. Hunderte Kletterrouten, teilweise hochalpin, teilweise berüchtigt, teilweise lebensgefährlich und teilweise berühmt und zugleich gefürchtet. Die Touren im Gesäuse zeigen einem nicht nur einen schönen Weg auf die Gipfel, sondern je nach Zeit auch ein wenig Geschichte. Nicht nur die Geschichte des Gesäuses, sondern die Geschichte des Alpinismus. Viele Routen im Gesäuse sind nämlich nie saniert worden. Sie sind eben das, was sie bereits Ende des 19. Jahrhunderts waren. Waghalsige Abenteuer. Und heute sind diese dank moderner Sicherungsmittel sicherer, aber trotzdem lassen sie ahnen, was früher eben der alpinistische Standard war. Doch nicht nur alpine Experten dürfen das Gesäuse besuchen. Auch der Meerseillängenkletterer aus reinem Genuss heraus kann sich über sanierte Klassiker wie Dornröschen im 6. Grad auf den großen Buchstein freuen. Doch unterm Strich wird bei einem Besuch im Gesäuse eine Sache ganz klar. Das Gesäuse ist des Kletterers Herzensheimat. Was ich euch bisher aber verschwiegen habe, das Gesäuse ist von einer beachtlichen Unbekanntheit betroffen, zumindest wenn man es mit den großen Klassikergebirgen in den Ostalpen vergleichen möchte. Natürlich lebt auch die Gesäuseregion heute maßgeblich vom Tourismus und natürlich sind auch heute die Hütten im Gesäuse wirtschaftlich und somit niemals ausgestorben. Doch das Gesäuse hat heute noch keine Probleme mit dem Massentourismus und wird diese vermutlich auch niemals haben. Das macht das Gesäuse für Menschen mit dem präzisen Blick in den östlichen Teil der Ostalpen somit umso attraktiver. Kletterrouten sind heute nicht überlaufen. Dass man jemanden genau an seinem Dienstag in seiner Tour vor sich hat, ist ziemlich selten und dass man sich über Lärm ärgert, eigentlich völlig ausgeschlossen. Wer nämlich die Kletterwelt des Gesäuses finden möchte und vor allem die alpinen Klassiker entdecken will, der muss bereit sein, eine Reise auf sich zu nehmen, viele Zustiege zu bewältigen und auch die ein oder andere Nacht auf einer Hütte zu schlafen. Denn Kletterabenteuer im Gesäuse sind kein Kurztrip nach Arco oder ins Allgäu. Die Kletterabenteuer im Gesäuse sind eine Art des Bergsteigens, eine Art der Einstellung zu diesem Sport. Und so sind auch heute noch die Kletterer im Gesäuse ein ganz eigener Schlagmensch. Hier geht es nicht um Schwierigkeitsgrade. Es geht nicht um den Schnellsten am Gipfel oder den Besten, Schnellster oder Erste von irgendwas zu sein. Es geht um die Kultur, die Berge des Gesäuses über ihre interessantesten Wege zu erreichen. Ob man eine Trittschlinge dabei hat oder Free Solo, wie manche Einheimische klettert, ist vollkommen egal. Hier zählt einzig und allein die Schönheit der Felsgiganten. Zahlen wie die Höhenmeter oder ob es ein 3000er ist, sind hier vollkommen egal. Das Ego eines Sportkletterers ist in diesen Bergen völlig aufgeschmissen, denn die Stammgäste im Gesäuse kommen vor allem aus dem Genuss eines der schönsten Gebirge der Ostalpen. Das Gesäuse ist Kult, vergleichbar mit dem Kult um das Elbsandsteingebirge oder auch die großen Risslabyrinthe des El Capitans. Und damit auch mit einer Gemeinsamkeit. Ohne jemanden, der einem den metaphorischen Eingang ins Gesäuse zeigt, wird man es vermutlich nie zu Gesicht bekommen. Wenn euch die heutige Episode Berge im Porträt gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Bergsocken für eure Reise ins Gesäuse sucht, dann empfehle ich euch Bergsocken aus Alpaka-Wolle. Die sind nämlich plastikfrei, nachhaltig und gut für Mensch und Tier hergestellt. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal im Gesäuse wart oder was vom Gesäuse gehört habt. Und wie ihr das Gesäuse kennengelernt habt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!